Das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte, grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitronen-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut. Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Heute geht es für mich in die Schlucht des Tarns. Ich habe mich mit Einheimischen unterhalten und gefragt, wo soll ich unbedingt hinfahren? Wo ist es noch nicht so touristisch erschlossen? Und eindeutig kam immer wieder die Aussage, fahr in die Schlucht des Tarns. Im Nordosten der Stadt Millau führt die 35 Kilometer lange Schlucht von Ost nach West. Die Straße schlängelt sich durch die Schlucht und lässt mich an vielen Aussichtspunkten verweilen. In Le Rôti mache ich jetzt mal einen kleinen Stopp. Guck mal, da sind wir gerade vorbeigefahren. Le Rôti ist eine französische Gemeinde mit 132 Einwohnern. Der Ort liegt im Tal des Tarns unterhalb der Tarnschlucht. Le Rôti ist ein wunderschöner Ort und lädt zum Verweilen ein. Auch ich habe einen kleinen Stopp gemacht. Es gibt einige Restaurants. Man kann hier mit seiner Rafting-Tour starten oder einfach zum Fluss wandern und ein kühles Bad genießen. Schon von der Brücke aus kannst du die einladende Farbe des Flusses sehen. Auch viele Einheimische nutzen diesen Ort zum Entspannen und Erholen. Natürlich hält auch mich nichts davon ab, bei den hochsommerlichen Temperaturen im Juli in diese kühlen Fluten zu springen. Aber ich kann euch sagen, das Wasser ist richtig, richtig kalt. Nach einem kurzen Spaziergang ging es dann weiter für mich mit Werner und zwar Richtung Saint-Enimé. Mit zig Kurven und Kehren windet sich die D907 bis zum rechten Flussufer durch die Tarnschlucht. Ich bin in Saint-Enimé. Das ist ein französisches Dorf hier in der Schlucht und es wurde ausgezeichnet als eines der schönsten Dörfer Frankreichs. Na, das wollen wir uns mal anschauen jetzt. In Saint-Enimé leben etwas über 500 Einwohner. Es ist die bevölkerungsreichste Gemeinde hier mitten in der Schlucht. Der Ort ist ein zentraler Ort für Kanusport und Tourismus in dieser Region. Und ganz ehrlich, es ist traumhaft. Er verdient zu Recht den Titel Schönstes Dorf von Frankreich. Ein kleiner Tipp von mir, gehe bis ganz oben, so wie ich es gemacht habe. Du hast den wundervollsten Ausblick über die Schlucht. Dein Spaziergang führt dich durch malerische Pflastersteingassen mit ihren Wohnhäusern aus Kalkstein und Gewölbepassagen. Vom ehemaligen Benediktinerkloster sind noch Kapelle und Kapitelsaal erhalten. Ich empfehle dir besonders eine Wanderung in die umliegende Natur. Insbesondere auf den steilen Weg, der zur Grotte der Einsiedelei führt, denn hier hat sich die heilige Enimé an ihrem Lebensende zurückgezogen. Nach meiner Erkundung des zauberhaften Dorfes Saint-Enimé ging es für mich weiter Richtung Provence. Die Fahrt auf dieser Straße ist wirklich beeindruckend und die Tarnschlucht gehört zu den schönsten Flusslandschaften in Frankreich. Der Tarn hat sich bis zu 500 Meter tief in die Karstebenen gegraben. Mehr als 40 Quellen und Wasserfälle säumen die Schlucht und wie Mineralwasser in die Flasche kommt, das könnt ihr nach Voranmeldung auf Führungen erleben. Die Schlucht gehört zu den beliebtesten Klettergebieten in Südfrankreich und es gibt gleich drei Weitwanderwege, die durch die Schlucht führen. Kanu, Kajak oder Rafting, egal ob ihr es actionreich liebt oder lieber familienfreundlich, der Tarn ist ein Eldorado für Wassersportler. Na, wie hat euch mein Geheimtipp gefallen? Lasst doch gerne ein Abo da für weitere solcher toller Tipps.